Eine weitere Woche ist durch. Für mich eine sehr erfolgreiche Woche. Ich habe etwa 100 Ticks vorwärts gemacht. Sieht man zwar hier nicht an den Products, aber ich habe halt mittlerweile all die EMA-Karten gehortet, noch nicht verkauft. Ich glaube, die werden ziemlich steigen, weil das Format halt nicht mehr so lange draftbar ist auf Magic Online. Und dann werde ich die ganzen Sachen verkaufen. Wir sind jetzt etwa auf so umgerechnet 700, 800 Ticks, so bei was der Account wert ist. Und das meiste haben wir eigentlich diesem Draft hier zu verdanken. Da haben wir 3-0 gespielt. Das Deck war echt ein Genuss zum Spielen und gerade mit Wasteland Days und den Hydro Blasts im Sideboard, das hat halt richtig Kohle gegeben. Hier vielleicht noch ein Foto von, wie sich das Deck teilweise gespielt hat. Also mit solchen Draws konnte man dann wirklich gar nicht mehr verlieren. Mit den anderen Decks ist mir auch ganz gut gelaufen. Hier das grün-weiße Deck aus Shadowmoor. Auch damit habe ich 3-0 gespielt. Das hätte ich nicht erwartet. So gut fand ich das Deck dann nicht. Und halt auch mit dem Draft habe ich dann mit den Rares etwa 20 Ticks vorwärts gemacht. Vielleicht so, ja doch, nee, vielleicht sogar 30 Ticks. Das letzte Deck, das war das hier. Das war eigentlich auch gar nicht schlecht. Damit habe ich aber das Halbfinale verloren. Da ging es ein bisschen rückwärts. Hat sich aber auch sehr schön gespielt. War ein bisschen unglücklich. Ich habe gegen so ein Honden-Control-Deck gespielt in der letzten Runde. Also im Halbfinale. Da habe ich all die Sachen rausgeboardet für Seal of Cleansing und das habe ich dann halt nicht gezogen. Ja, ich hoffe, auch ihr hattet viel Spaß mit Eternal Masters. Nächste Woche gibt's dann mehr. Ja, gehabt euch wohl und bis dann.